Hallo, hier ist der Christoph von Schnauers58 und ich habe zwei Messer geschenkt bekommen, die möchte ich euch mal zeigen. Zuerst mal hier von Victorinox das Rucksack, das wollte ich mir schon selbst mal kaufen, jetzt habe ich es geschenkt bekommen. Es ist ein Modell aus der 111er Reihe mit feststellbarer Klinge, Säge, Kapselheber mit Schraubendreher und Dosenöffner mit Schraubendreher. Auf der Rückseite hat es eine Bohr- und Stechahle und einen Korkenzieher. Das Messer dürfte hinlänglich bekannt sein. Mir gefällt es. Es ist nicht zu schwer, hat alles dran, was man braucht. Und ganz besonders wichtig ist für mich immer die Säge und eine feststellbare Klinge. Jo, das wäre zum einen das Victorinox Rucksack. Und dann habe ich von Bear Grylls ein Messer bekommen, auch geschenkt bekommen. Ist, glaube ich, das Ultrakompakt. Wie es heißt, ein 3 bis 4 Fingermesser. Es liegt auch ganz gut in der Hand. Ich habe mit diesen Gerber-Messern aus der Reihe von Bear Grylls gar keine Erfahrung. Und die Maße von diesem Teil, die Klingenlänge ist 7 cm und die Gesamtlänge 16,5 cm. Die Klingendicke ist 4 mm ungefähr, 3,5 bis 4 mm. Wird von Gerber gefertigt. Ich glaube, es hat einen 7CR13 MOV Stahl. Also nicht der härteste, aber er lässt sich leicht nachschärfen. Wenn ich es jetzt so in der Hand halte, ist es ein kleines, kompaktes, durchaus brauchbares, glaube ich, Backup-Messer. Jo. Die Scheide ist aus Kunststoff, was ich hier noch vergessen habe. Der Griff ist aus Kunststoff mit Gummieinlagen. Er ist also sehr rutschsicher. Hat hier unten einen Fingerzoll. Hier oben ebenfalls mit Chimpings, die recht angenehm in der Hand liegen und hat eine Fangriemenöse. Ebenfalls im Ende des Griffs sind unten Chimpings angebracht. Also es liegt ganz gut in der Hand und es ist klein genug, um in der Hosentasche mitgenommen zu werden. Jetzt zur Scheide. Die Scheide ist eine Kunststoffscheide, ebenfalls hier mit dem Logo von Bear Grylls. Nehme ich mal an, und mit einem Clip an der Rückseite, der umgesetzt werden kann. Von Tip Up nach Tip Down. Dann kann ich einmal das Messer mit dem Griff nach unten tragen oder wenn ich den Clip umsetze, mit dem Griff nach oben. Jo, ich habe mit diesen Messern keine Erfahrung. Wenn von euch jemand dieses Messer, mein Sohnemann hat es auch, der ist hochzufrieden damit. Von dem habe ich auch die beiden Messer geschenkt bekommen. Der hat also seins schon länger und ist zufrieden damit. Wir machen mal kurz einen Schnitttest. Gehört ja immer dazu. Also scharf ist das Ding. Da kann man also nicht meckern. Also scharf ist es. Es ist klein,
handlich, man kann es in die Hose stecken. Jo, das wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Wer mit diesen Messern Erfahrungen hat, von Biergrills, der kann mir ja mal einen Kommentar drunter schreiben. Kommentare sind auch erwünscht. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Bis zum nächsten Mal, der Christoph. Tschüss.